Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer neuen Single-Review. Und zwar zum Track Zombified von der amerikanischen... Ja, was sind die eigentlich? Metalcore, Emo, Alternative... Ja, Falling in Reverse. Und zu mir und der Band, ich habe überhaupt keine Geschichte mit der Band. Musste nur hier jetzt zu diesem Track eine Review machen, weil ich hatte das Gefühl, der wurde jetzt gerade im YouTube-Bereich ultra abgehypt. Ist auch wahrlich kein schlechter Song, ist ultra fett produzierter Alternative Metal mit sehr starken New, aber auch im C-Teil Metalcore-Elementen. Aber eine Sache, der Main Groove, Leute. Wieso redet niemand über Linkin Park's One Step Closer? Das ist 1:1 der gleiche Groove, nur tiefer gestimmt und mit der heutigen modernen Produktion. Ich habe ein Video gesehen von Finn McKenty und bin fast ausgerastet, weil ich glaube, der Junge hat Tomaten auf den Ohren. To me, that's kind of different. You know, for anybody who's asking, like, oh, well, you know, you always make fun of Linkin Park. Why is this okay? Well, I think it's because it doesn't sound like Linkin Park. Finn, mach mal die Ohren auf. Das klingt wie Linkin Park. Laber nicht. Und dann gibt es Leute, die wollen in den Gesangspassagen, weil da so ein bisschen gelayerter Gesang drin ist, an ein paar Stellen Queen-Elemente rausgehört haben. Also... Lass mal die Kirche im Dorf, bitte. Der Song klingt wie, wenn man böse ist, bin ja manchmal gerne ein bisschen böse, klingt ein bisschen wie, als hätte sich Linkin Park dazu entschieden, Korn zu sein, aber Korn wären lieber Papa Roach geworden. So klingt dieser Song für mich. Der Gesang klingt sehr stark nach modernen Papa Roach Sachen und ganz ehrlich, das Charisma von einem Kobe Dick, das hat er hier bei weitem nicht. Es hat immer, also es hat den One Step Closer Main Groove, kann man schon mal sagen. Dieses den Groove kennt man. Immer wieder so Breaks, in denen dann die Vocals gesungen werden. Dann gehen wir wieder in den Groove. Vocal Break, Groove. Dann kommt der Refrain. Ja, es ist ein ultra catchy Refrain. Dann haben wir wieder die Strophe. Und dann gibt es so ein Wannabe Metalcore Breakdown, der ja von diversen anderen Review-Kanälen, YouTuber und die große Pest auf YouTube Reaction-Leuten mega abgehypt wurde und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aber hey, wenn Leuten das gefällt, ist in Ordnung. Vielleicht, ich bin auch einfach ein bisschen zu vorbelastet, weil ich höre sofort in jedem Part dieses Songs höre ich den Urheber und wo es geklaut wurde. Das ist halt so ein bisschen, man kann sich ja inspirieren lassen, aber den Groove 1:1 so übernehmen, ist schon echt kackendreist, Leute. Gut, also alles in allem ist es ultra glatt produzierter Modern Metal, der keinem wehtut, der auch keinem wehtun möchte, der eine Pseudo-Härte im C-Teil aufweist und lyrisch geht es bei Zombified, also Zombified ist eine Metapher für wohl die Zensur in Amerika, weil der Frontmann dieser Band offensichtlich ein Duschbag ist und ja, passt ihm offensichtlich nicht, weil er irgendwie ein paar Sachen sagt oder gemacht hat oder ich kenne mich mit der Band halt wirklich nicht aus. Gefährliches Halbwissen ab hier, diese Angaben wie immer ohne Gewehr und ich glaube, der hat auf jeden Fall ein Gewehr daheim, wenn nicht ein paar mehr der Redneck. Yo, das war's von mir mit meinem kurzen Shit-Talk über Falling in Reverse. Es ist mega überproduzierter Modern Metal, der, wenn man nicht Linkin Park damals gehört hat, gefallen kann. Das war's von mir zu dem Track Zombified von Falling in Reverse. Ich gebe dem Ding tatsächlich eine 4 von 10. Ich will ja nicht ultra fies sein. Es ist ja immerhin, es ist hörbar, ne? Es ist hörbar, es ist okay. Eine 4 von 10. Nee, muss man nicht haben, Leute. Hört Hybrid Theory nochmal rein. Hört die neuen Papa Roach-Dinger. Dying to Believe und Kill the Noise von Papa Roach. Das empfehle ich euch tausendmal, lege ich euch tausendmal mehr ans Herz wie das hier. Oder die neuen Korn-Sachen. Hört lieber das. Wir haben diese New Metal-Urgesteine noch und die machen immer noch geilen Scheiß. Supportet die und nicht so Fake-Leute.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Das ist super wichtig für meinen niedlichen kleinen Kanal hier. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Bock habt, dann labern wir wieder über irgendeinen anderen Shit.